Die von euch, die mich kennen, wissen, ich bin eher so der Landmensch. Das Leben in der Stadt könnte ich mir nie vorstellen, vor allen Dingen nicht in der Großstadt. Trotzdem, viele von euch wohnen in Städten und ich möchte immer mal wieder zeigen, wie viel man auch in der Stadt aus wenig Raum an Anbaufläche für Obst und Gemüse rausholen kann. Ich bin hier mitten in Köln, mitten in der Großstadt, in einem Hinterhof und von außen, wenn man sich so die Häuserreihen anschaut, würde man nie erwarten, sowas hier vorzufinden. Und ich bin heute bei Belinda, wie gesagt, irgendwo mitten in Köln. Und was Belinda innerhalb von einem Jahr hier auf nur 40 Quadratmetern geschafft hat, das ist bemerkenswert und das schauen wir uns heute mal an. Belinda wohnt hier mitten in Köln mit ihrem Mann Ingo und genießen hier ihre grüne Oase, aber nicht einfach nur eine grüne Oase, sondern auch eine essbare Oase. Und wir haben eben mal eine Liste gemacht mit Pflanzen, die hier wachsen, unterteilt nach Gemüse, Kräuter und Obst. Und da ist eine ganze Menge zusammengekommen, ne? Ja, so soll es auch sein. Also ich habe mir gedacht, wenn ich schon einen Garten mache, dann muss auch das ganze Jahr über irgendetwas wachsen und ich muss auch irgendwie jedes ganze Jahr was ernten können. Also ich mag nicht, wenn Beete einfach so leer sind und da ist nichts, sondern ich möchte auch im Winter über soll alles bedeckt sein. Weil ich habe gehört und gelernt, dass man halt für den Humus sorgen muss, dass der eben sich aufbaut und dass er gehalten wird durch Pflanzen und das versuche ich halt hier. Sehr schön, das ist dir, wie ich das sehen kann, auch sehr schön gelungen. Ich kann ja einfach mal grob diese Liste im Schnelldurchgang. Wir haben hier Tomaten, Bohnen, Selleriesalat, Mangold, Hirschhornwegerich, Inka-Gurken, mexikanische Minigurken, normale Gurken, Kürbis, Paprika, Chili, Malabar-Spinat, Zwiebeln, Knoblauch, Winterheckenzwiebel, abessinischen Kohl, rote Beete, Möhren, Radieschen, Rucola, Chili haben wir schon und eine Kartoffel ist auf Mist zufällig gewachsen. Dann Minze, Zitronenmelisse, Basilikum, Bohnenkraut, Estragon, Frauenmantel, Lungenkraut, Tagetes, Rosmarin, Ananassalbei, normaler Salbei, Wermut, Arnika und so weiter. Dann hast du einen Birnbaum hier, du hast so eine Maibeere, Trauben, Kiwis, Erdbeeren, versuchst gerade mit einem Holunder, Maulbeeren, eine Rose auch hier neben mir, wo du die Hagebutten nutzt. Also du versuchst auch, du hast zwar auch ein paar Zierpflanzen, wie Maiglöckchen wachsen da drunter noch, die man ja auf keinen Fall essen sollte, aber du versuchst auch immer so Sachen zu machen, die essen essbar kannst, sind. Die essbar genau, sind, ne? Richtig. Das ist mir wichtig, weil ich habe halt nur einen begrenzten Raum und wenn ich darauf achte, dass ich möglichst viel Essbares habe, dann kann ich mich übers Jahr hin fast selbst versorgen. Nicht ganz, aber ja. Ja, mit, schon mit einigen Sachen, ja, klar. Ja. Also Salat kaufen wir seit Monaten nicht mehr. Okay. Also da brauche ich. Und er ist auch viel Salat, nicht nur einmal die Woche. Nee, jeden Tag. Genau. Wenn man so einen begrenzten Raum hat, da ist man wirklich darauf angewiesen, in die Höhe zu gehen, in die Vertikale. Und das findet sich an einigen Stellen hier auch wieder, zum Beispiel bei den Bohnen, die Tomaten. Du hast nicht einfach nur Buschtomaten, lässt die wuchern, du leitest die nach oben, du nutzt über auch den Zaun. Genau. Und da gibt es eine ganze Menge Beispiele für. Und hinten habe ich eins gefunden, so groß hatte ich die noch nicht gesehen. Das hier, meinst du den Malabar-Spinat? Genau. Ja, den habe ich dieses Jahr das erste Mal ausprobiert. Und der wächst hier auch überall lang. Also hier oben in den Birnbaum rein. Ne, also hier rankt er und nutzt den Birnbaum. Dann habe ich hier noch einen Portulak, das ist auch ein Rankgewächs. Aber kein normaler Portulak, ne? Nee, Peru-Portulak. Okay. Genau. Den kenne ich noch nicht. Ja. Der ist, ich denke, auch sehr lecker, wenn man den so ein bisschen wie ein Spinat zubereitet. Dann habe ich hier so kleine mexikanische Mini-Gürkchen, die ranken sich hier entlang. Genau. Vielleicht nächstes Jahr mal Antillengurken probieren. Okay, ja. Gute Idee. Kenne ich noch gar nicht. Ja, die Trauben sind, dieses Jahr haben sie so ein bisschen Mehltau abbekommen. Leider, die sind auch noch nicht reif, also und fangen schon an kaputt zu gehen. Aber das ist jedes Jahr unterschiedlich. Dieses Jahr hatten wir ganz viel Himbeeren und ganz viel Brombeeren dafür dann. Ne? Das ist jedes Jahr anders. Du wohnst schon 20 Jahre hier, ja, richtig? 25. Vierteljahrhundert. Und hast aber erst in diesem Frühjahr so richtig hier angefangen, das so anzulegen. Genau. Also ich hatte vorher, gut, die Birne ist natürlich schon alt, die Rosen, die Himbeeren und die Brombeere, das war schon immer da. Und ich habe auch immer mal so ein bisschen, ja, Tomaten hatte ich auch.
die eine und andere und auch ein bisschen Salat und so weiter. Aber das war alles so ein bisschen kärglich und klein und es wuchs nicht so richtig, wie ich mir das vorstellte. Ich habe sogar mal mit einer Zucchini probiert, da war nur eine Blüte, die fiel ab und so war's. Okay. Wo Zucchini normalerweise, ne, ja, viel, viel mehr tragen. Und dann habe ich mich da mehr mit beschäftigt, habe im Internet recherchiert, auch durch viele Garten-YouTuber, auch durch deinen Kanal, viele Anregungen bekommen und habe gedacht, irgendwie muss das doch was machbar sein. Ne? So. Und habe dann einfach die Beete höher gelegt, weil so richtige Hochbeete wollte ich nicht machen, sondern ich habe die Beete einfach mit diesen Backsteinen so circa 20, 30 Zentimeter erhöht. Und dadurch hatte ich jetzt mehr Möglichkeiten, vernünftigen Boden dazu haben für den Anbau. Ich habe da eine Mischung gemacht aus Schwarzerde, Urgesteinsmehl, Kompost, Mykorrhiza und das alles gut gemischt und in die Beete ausgebracht und ja, funktioniert prima. Genau, und das musst du natürlich jetzt über die nächsten Jahre dann auch weiter pflegen. So machen, pflegen. Genau. Und, aber du mulchst, du hast einen eigenen Kompost, den schauen wir uns gleich nochmal an. Also für mich sieht das schon mal sehr gesund hier alles aus. Da muss ich dir wirklich ein Lob aussprechen. Danke. Ja, das ist super. Das kenne ich auch. Das ist Hirschhornsalat. Wie verwendest du den? Ich schneide den einfach so ein bisschen mit in den Salat rein. Roh. Aber ich habe gehört, man kann den auch einfach mit ein bisschen Butter in der Pfanne machen. Stimmt's? Genau, das schmeckt auch ganz gut. Hast du den dieses Jahr ausgesät oder ist der noch vom letzten Jahr? Dieses Jahr das erste Mal ausgesät. Genau, habe das erste Mal gemacht und hat auch schon wirklich viel gebracht. Ich habe schon ein paar Mal abgeschnitten und ist immer wieder gekommen. Du machst viel am Rand mit diesen Betonhohlsteinen, ne? Das ist eigentlich eine gute Lösung. Das war eine Zufallsidee. Von einer Freundin, die ist umgezogen und hatte in ihrem Garten diese Steine übrig. Und dann hatte ich so vier Stück und ich fand das total klasse und habe einfach gedacht, okay, dann mache ich den ganzen Rand damit. Dann kann man schön so ein bisschen was abteilen. Du hast aber auch diese roten Backsteine. Ziegel. Ja. Die habe ich zum Teil geköttet aus der Nachbarschaft. Das musst du vielleicht jetzt nochmal für Nicht-Kölner übersetzen. Ja, kötten heißt einfach so betteln. Ne? So in der Nachbarschaft gefragt, habt ihr noch Steine? Und ja. Und wir haben aber auch von einem Abbruchhaus welche geholt hier in Köln. Das macht auf jeden Fall immer Sinn, sowas. Ja, genau. Weil ich fand das am praktischsten. Ich wollte nichts in Holz, weil ich dachte mir, Holz verwittert so schnell. Und Steine, ja. Unser ganzes Haus ist ja aus denen gebaut. Unser Haus ist von 1903 und die speichern richtig gut Wärme. Das muss man sagen. Genau. Und das ist gerade hier in diesem Beet, wo nicht so viel Sonne hinkommt, ist es gerade wichtig, finde ich, mit den Steinen dann. Du hast jetzt viele Kräuter hier drin. Also von den typischen Sachen wie Petersilie, Schnittlauch, Oregano, viele Minzen. Ja. Du hast aber auch so ein paar besondere Sachen. Dahinter, das ist dieser einjährige Beifuß. Artemisia annua ist das. Haben wir auch als Saatgut, aber ich habe ihn noch nie angebaut. Das ist so ein Gesundheitsding. Ja, genau. Ich habe Tinkturen davon gemacht, man kann aber auch Tee davon machen. Er soll also in Afrika gegen Malaria wirken, ist also generell gut gegen sagt man bei Infektionskrankheiten. Genau, finde ich immer wichtig dazu zu sagen, sagt man. Und ja, aber es gibt ja viele Heilkräuter. Da hast du auch vorne einiges. Ich habe Arnika gesehen. Genau. Ich habe Johanniskraut, habe ich da. Ich habe da hinten noch Schafgarbe. Ich habe den Odermännig, dem sagt man nach, dass er hilft bei Heiserkeit. Google ich im Moment auch mit, weil ich ein bisschen heiser bin. Ja, dann habe ich extra so einen Natternkopf ausgesät, weil ich hoffe, dass sich diese Natternkopfbiene bei mir mal verirrt. So, weil die geht ja nur an den Natternkopf. Ja. Und was habe ich noch? Kamille habe ich, römische Kamille. Ich habe einen Bertram, also viele auch von diesen Hildegard-Kräutern. Trotz des geringen Raums, du machst auch was für Tiere. Du hast eine Vogeltränke, ein Vogelhaus. Ja, ich habe jedes Jahr Meisen zu Besuch. Also die brüten auch bei uns, nisten auch. Genau, ich habe mir so ein spezielles Häuschen gekauft, aus so einem, so ein Holzbeton ist das. Ja. Ne? Das heizt sich dann nicht so auf und das habe ich mir dieses Jahr angeschafft. Und du kannst dann auch hier wirklich die Tiere beobachten, mitten in der Stadt.
Genau. Ich sitze am Fenster oft, dann kommen die, ich habe ja da so ein Futterhäuschen, also so eine Futtersäule, und dann kommen die und kann ich die durchs Fenster im Winter auch beobachten. Das macht totalen Spaß. Wo wir gerade bei Tieren sind, diese zwei Flaschen da neben dir. Das ist eine schöne Deko, oder? Nein, hatte Nee. ich auch mal. Genau. Die sind schon zweckmäßig. Ich hatte im Frühling auch Frühlingssteckzwiebeln, und da habe ich die wirklich tatsächlich auch dazwischen gesteckt, weil ich schon mal Probleme hatte mit Wühlmäusen. Okay. Und das scheint zu funktionieren. Also wenn der Wind dagegen geht, dann klappern die ja, ne, so. Und das überträgt sich in den Boden und verscheucht die Mäuse. Dann hast du ganz viele Schneckenkragen hier, obwohl du gar keine Schnecken hier Ja, hast. genau. Ich habe sehr grabende, eifrig grabende Amseln. Also die haben mir wirklich im Frühling sehr zu schaffen gemacht, während der Brutzeit. Weil die dann kommen und graben nach Würmchen und graben natürlich sehr rabiat, wirklich, wirklich tiefe Löcher. Und um die Pflanzen, vor allem den Chili, die waren ja alle noch sehr klein, um die ein bisschen zu schützen, habe ich dann überall diese Krägen drum gemacht. Und das hilft. Das hilft. Ja, die haben dann um die Krägen drumherum, das war mir dann ja egal. Hauptsache, die Pflanzen waren in Ordnung. Da gibt es jetzt auch neu, die haben wir jetzt auch, solche Hauben für. Wir hatten Hauben vorher, aber die gehen jetzt nach oben. Wir sind umgedrehter Topf. Die hatte ich hier auf dem Buschboden Ah, drauf okay. tatsächlich. Das sind so grüne aus Kunststoff, ne? Du Genau, meinst die oder? mit einem Loch oben, wie so ein kleines Treibhaus wirken die, Genau, ne? genau. Genau. Ja, die habe ich auch. Habe ich auch schon ausprobiert. Und zufrieden? Ja, hat gut funktioniert. Also die sind sehr gut und da gewachsen drunter. Eigentlich könntest du es dir hier auch leicht machen, sagen, ich kaufe fertige Jungpflanzen, aber jetzt auch Tue ich im. manchmal, aber meistens sehe ich lieber selber aus, weil dann weiß ich auch, dass das funktioniert, dass da kein Kunstdünger dran ist, dass es wirklich auch Bio ist. Und ja, und ich kann dann auch genau das aussehen, was ich gerne möchte. Ne, da habe Sehr ich. gemischt, ne? Du hast dann noch Ja, verschiedene ich habe jetzt Kohlarten. gerade Endivien ausgesät und Wintersalate. Dann habe ich hier Pak Choi und so diesen Endiviensalat. Den habe ich tatsächlich nicht Endivien. Castelfranco, das ist Ja, ein genau, Radicchio. Radicchio, Radicchio, ne? Genau, den habe ich von dir. Und ja, hier ist noch ein bisschen Mangold. Grünkohl habe ich hier. Der kommt jetzt noch ins Beet. Ja. Diese Wanne dahinter, die ist, hat keinen speziellen Zweck, ne? Aber. Eigentlich nicht. Sie ist nur sehr praktisch, wenn ich, also ich benutze die zum einen für meine Nachbarn, die kommen und bringen mir Rasenschnitt, weil ich ja selber keinen Rasen habe und auch nicht Ja. möchte. Und die haben aber welchen und dann haben die die Wanne und können den umschütten und ich kann dann mit schön mulchen. Dahinter hast du eine Pflanze. So, die Diese konnte hier. ich nicht direkt identifizieren, auch wenn ich sie kenne. Das ist Buchweizen. Und ich lerne ja überall was dazu, auch in einem kleinen Garten, mitten in der Stadt. Und ich wusste nicht, dass Buchweizen mehrjährig sein kann. Ja, also ich habe den hier in dem Topf und der kommt jedes Jahr wieder. Im Winter verschwindet er und ja, ich schneide den dann auch ziemlich runter und dann kommt er, treibt er im Frühling wieder Und aus. den behältst du, weil der so dekorativ ist, oder? Nein, den kann man auch essen, ne? Genau, den kann man essen. Also ich mache ihn manchmal in Salat, weil er ist ein bisschen streng bitter. Aber wenn man ihn erhitzt, mit in Spinat mischt, funktioniert er prima und man kann ihn auch trocknen und als Tee verwenden. Hinter dir sieht man direkt, ihr nutzt auch das Regenwasser Regenwasser? hier. Genau. Kommst du damit aus? Ja, es sind jetzt 600 Liter, beziehungsweise hier sind auch noch mal 100 drin, die wir umfüllen. Meistens, nicht immer. Ich nehme aber auch Brauchwasser. Also ich habe extra in der Spüle eine Wanne drin, wenn ich Gemüse wasche oder sonst irgendwie, dann nehme ich das und verteile das dann im Garten. Genau. Dann habe ich auch zusätzlich noch Wasser. Aber generell, wenn es nicht jetzt eine sehr lange Trockenperiode ist, reicht das. Die Kohlrabi, die groß ist, das eine Superschmelz? Ja, das ist eine super Schmelz. Die wird auch noch doppelt und dreifach so groß. Ja, mal schauen, ob sie hier genug Licht hat, ne? Das kleine Beet hier vor uns oder vor dir, was wächst da alles? Da wächst Storchenschnabel für die Bienen. Dann habe ich auch wieder eine Artemisia annua. Dann habe ich Nessel, Taubnessel und Brennnessel. Dann Frauenmantel, den verwende ich auch für Tee. Hier kommt schon die Christrose wieder, die wird ja bald dann im Winter blühen. Dann habe ich Magikraut, also Liebstöckel, eine Malve
Was habe ich noch? Da vorne sind die Frühblüher normalerweise. Da kommen dann Schneeglöckchen, Tulpen. Also du sorgst auch schon dafür, dass immer irgendwas kommt. Genau. Hinter dir ein sehr prachtvoller Kürbis, den ich zuerst für eine Melone gehalten habe, aber ist ein... Ist ein Spaghetti-Kürbis, der wird noch gelb. Der ist jetzt noch grün, wird aber gelb. Und der Kompost da, da kommt alles aus dem Garten oder aus der Küche Sachen? Alles. Also sowohl Grünschnitt, was ich so hier so abschneide, als auch Garten und zwischendurch immer ein bisschen alte Erde, auch Holzwolle. Dann gieße ich das mit Kompostbeschleuniger schon mal, ne, damit er zu trocken ist. Ich mache aber auch Bokashi, der kommt dann auch da drauf. Mhm. Ja, hauptsächlich im Winter, ne, weil dann kompostiert es ja nicht so gut, dann mache ich Bokashi. Genau, da bin ich so ein bisschen schwäbisch angehaucht. Mir gebet nix. Ich tue immer alles drauf. Und was da drauf wächst, der gibt dir ja gerade auch was zurück, ist eine Kartoffel. Aber das ist ein Zufallskeimling, ja, ne? Ja. Ja, ich hatte wohl Kartoffeln weggeschmissen letztes Jahr, aber wirklich auch nur kleine Stücke. Ich habe die echt klein geschnitten. Und trotzdem ist jetzt eine Kartoffel draus gekommen. Also da schmeißt man Kartoffelschalen oder Stücke in den Kompost und bekommt ganze Kartoffeln. Ja. Das ist doch mal ein guter Deal. Sind noch ein bisschen klein. Aber sie ist eigentlich ja noch intakt. Also ja, ja. Ich könnte noch ein bisschen warten. Werden da noch mehr dran sein. Ja, ich glaube schon. Ich mach mal wieder zu, damit sie nicht grün werden. Die Bohnen, das lohnt sich ja wirklich, ne? Die zwei Bögen da. Ja, was das sind ist das? Richtig viel geworden, ja. Vorne Feuerbohnen oder sind das beides Feuerbohnen? Nee, das ist Neckarkönigin und Feuerbohne und noch irgendwas mit Neckar. Mhm. Die hast du im Sortiment, das wirst du wissen. Genau, ach, die sind das. Dann hast du auch eine blaue dazwischen. Genau. Da sehe ich die Inka-Gurken. Ja. Haben sich auch schon erste Gürkchen gebildet. Ja, haben sie. Das hat lange gedauert, aber jetzt sind welche da. Moment, hier sind schon ganz kleine. Hast du die schon mal probiert? Bisher noch nicht, ich habe mich noch nicht getraut. Weißt du, was du damit mal machen musst? Die abpflücken, aufschneiden und füllen und dann braten. Ah, so mit Hackfleisch und oder Käse. Käse geht auch. Sehr lecker. Super. Ja, nee, habe ich noch nicht probiert. Aber noch sind sie ja zu klein. Ja, genau. Sag mal, ist das da wirklich ein Spargel vor dir? Ja. Ambitioniertes Projekt, aber kannst du was davon ernten? Ja, ab und zu. So ein paar Stangen kommen im Frühling. Das sind so, ja, 5, 6 Stangen und die kommen immer nacheinander. Und ich mache die in kleine Stückchen in eine Pfanne mit ein bisschen Butter. Ist total lecker. Da wird jede Stange zelebriert. Ja, genau. Ja, und jetzt muss man sie ja schießen lassen. Das ist ja jetzt die Zeit dafür. Auch eine sehr schöne Pflanze. Ich glaube, die hast du auch von uns. Chinese Pink Celery. Genau, da ist der. Ja, richtig. Zum ersten Mal angebaut? Ja, zum ersten Mal. Auf deine Empfehlung hin. Genau. Ich habe ihn auch noch nicht probiert. Ich lasse ihn noch ein bisschen wachsen. Also ist wie ein Staudensellerie, schmeckt recht gut, muss ich sagen, und wird aber auch noch ein bisschen größer. Genau, da habe ich noch ein bisschen Geduld. Ja. Ein Problem, was ich hier vielleicht sehen würde, das sind hier die hohen Mauern. Jetzt scheint mir gerade noch die Sonne ins Gesicht, die Sonne ist aber gleich weg. Die Pflanzen auf der Seite und hinter dir kriegen jetzt schon seit einer halben Stunde, wir haben jetzt 2 Uhr ungefähr, keine Sonne mehr. Ist das nicht ein Problem? Also ich habe bei der Anpflanzung überlegt, welche ohne Sonne oder weniger Sonne auskommen. Ne? So die rote Beete funktionieren, der Knoblauch hat funktioniert. Ich gucke dann, die Möhren waren auch in Ordnung, halt kleiner, aber es geht, man kann das machen. Es ist auch über die Jahreszeiten hinweg, verändert sich das auch. Also jetzt hier im August ist die Sonne Die steht höher. Höher, ne, die ist nicht so, am meisten ist sie da im Juni und Juli. Mhm. Ne, und jetzt im August geht sie schon wieder ein bisschen zurück, merkt man auch. Ne? Dann ist weniger Sonne. Sie kommt aber abends nochmal wieder. Okay. Also so gegen 4, 5 Uhr kriegt der komplette Garten dann nochmal ein bisschen Sonne. Naja, aber das heißt, du musst auch deinen Gartenplan an die Gegebenheiten hier anpassen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich so mit den ganz frühen Sachen nicht so die Erfolge haben, wie mit den Sommerpflanzen. Genau. Gut, ich habe jetzt hier vorne in dem Beet, habe ich also ganz früh schon angefangen im März und habe dann tatsächlich auch so Wärmevlies drüber gemacht. Das hat funktioniert. Da hatte ich dann Stielkohl, also Stielmus, Spinat, Rucola. Also das ging. Das kam dann schon.
Du hast immer so, nicht einfach einen Hauptweg gemacht, immer so kleine Einbuchtungen. Genau, weil ich möchte ja auch an die Beete drankommen. Also wenn ich jetzt so ein breites Beet gemacht hätte mit 1,20 Meter Tiefe, dann kommt man an den Rand ja gar nicht mehr richtig dran. Und deswegen habe ich so kleine Einbuchtungen, dass ich von allen Seiten drankomme. Das macht es somit auch pflegeleichter. Richtig. Hättest du es, ich meine, du bist ja noch jung, aber wärst du jetzt 30 Jahre älter, dann wäre vielleicht sogar doch die Überlegung, das Ganze doch ein bisschen höher zu setzen, um das Bücken zu verhindern. Wahrscheinlich hätte ich das dann auch so gemacht, ja. Hast du denn beruflich irgendwas? Bist du Floristin, Gärtnerin oder so? Nö, gar nicht. Also es ist eigentlich nur mein Hobby. Du machst was ganz anderes, passend zur Stadt, ne? Ja, genau. Ich nähe Karnevalskostüme. Sehr cool. Ja. Da komme ich nächstes Jahr zu dir. Ich feiere zwar keinen Karneval, aber dann machst du mir ein schönes Tomatenkostüm. Zum Beispiel. Vielen Dank, Belinda. Ich liebe es, solche kleinen Gärten mir anzuschauen. Ich war ja letztens auch bei der Sarah in Leverkusen. Mhm. Das war ja als nochmal ein ganz anderes, ich sag mal, Designkonzept und so. Mhm. Aber gerade für euch, die ihr halt keine riesigen Flächen zur Verfügung habt, finde ich solche Videos halt unglaublich wertvoll, da Inspiration rauszuholen und auch nicht zu schnell aufzugeben, zu sagen, ne, hohe Wände, da kommt ja kaum Sonne hin, da wächst eh nichts. Hier seht ihr das Gegenteil. Klar, es gibt sicherlich auch Höfe, die sind so im Schatten, da passiert nicht viel, aber man muss aus dem, was man hat, einfach immer das Beste gehen und meistens kann man doch noch eine ganze Menge rausholen. Mhm, genau. Gut, und damit wären wir am Ende dieses Videos und sagen wie immer, hat es euch gefallen, gebt ihm einen Daumen hoch. Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare gerne von euren Erfahrungen mit kleinen Gärten und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.